Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen für mich seit sehr langer Zeit mal wieder zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney. Wuhu! Ja, für euch wahrscheinlich auch seit langer Zeit mal wieder. Ich hatte ja bisher nur den ersten Part von diesem Fall aufgenommen und dann eine lange Phoenix-Pause eingelegt, aber heute habe ich sehr viel an meinem 550-Abonnenten-Special gearbeitet und bin sowas von in Anime-Stimmung, dass es mehr gar nicht gehen könnte. Und da passt natürlich dann Phoenix Wright besonders gut. Ich war mir noch gar nicht sicher, ob ich aufnehmen soll oder nicht. Aber ja. Vor allem, dass ich heute Abend sowieso eigentlich gar nicht aufnehmen könnte, weil ich bin eingeschneit. Yay! Deswegen konnte ich nicht zur Arbeit. Yay! Aber ich durfte Homeoffice machen. Nochmal yay! Aber heute wollte ich wieder zurückfahren und kann immer noch nicht, weil die Züge wieder nicht fahren. Und deswegen muss ich noch eine Nacht hier bleiben zu Hause. Ist ja an sich nicht so schlimm, aber trotzdem ärgerlich. Aber ich nutze die Zeit, um ein bisschen aufzunehmen. So, wir haben im letzten Part ja hier unsere neue Freundin kennengelernt. Lana, wenn mich nicht alles täuscht. Und, oder die andere, die Angeklagte ist Lana. Ich weiß es schon nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir jetzt irgendwo hin und das werden wir auch tun. Strafanstalt waren wir schon, deswegen gehen wir jetzt in die Tiefgarage. 22. Februar. Büro der Staatsanwaltschaft, Tiefgarage. Hier in dieser Tiefgarage ist es also passiert. Ema, genau so heißt du. Sieht aus, als würden sie immer noch ermitteln. Komisch, dass mein erster Besuch bei den Staatsanwälten auf diese Weise geschieht. Hallo, Allemann. Arbeiten Sie weiter so gut. Hey, was sollte das denn? Nun ja, in 3 Jahren werden das meine Kollegen sein. Da kann es nicht schaden, mal Hallo zu sagen. Das kann es sehr wohl, je nachdem, wie man es macht. Weißt du nicht, dass Anwälte den Tatort nicht betreten sollten? Ich mache hier was Illegales also halt's Maul. Ich versuche hier nicht zu auffällig zu sein. Verstehst du das, Kind, ne? Verstanden. Heda! Hast du erwartet, dass dich keiner sieht, Partner? Partner? Wer ist denn das jetzt? Wow, ein Indianer. Und nee, Cowboy. Was haben wir hier? Sieht aus, als wenn eine Bambine ausgebrochen ist und Ärger verbreitet. Diese Mucke, ich liebe es. Ich liebe es vor allem, ich kann nicht mehr reden. Die Typen sollten lernen, ihre Schäfchen an der Leine zu halten, Kumpel. Herr Marshall! Klingt fast wie Marshmallow. Ja, diese tollen Gesten von ihm, herrlich. Marshall sieht für mich eher wie ein Sheriff aus. Pass auf, Kleine, ich weiß, was du denkst. Aber hier ist der Jagdgrund von unserer Gang, okay? Jagdgrund? Unser Claim... Wieso ist hier immer noch Fragezeichen? Ich denke, der heißt Marshall, da kann es doch jetzt hier stehen. Unser Claim, unser Gebiet und die Goldmine sind Beweise. Wenn du dich in was einmischst, das uns gehört, wird's dir leid tun, Partner. Okay. Weißt du, was mit Kak... was? Weißt du, was die Kakteen in der Wüste träumen? Willst du's wissen? Was? Seit wann träumen Kakteen? Wovon spricht dieser Typ nur? Ja, echt, ey. Ja, trink dir erstmal einen. Lauf nach Hause. Fröhliche Wege, Bambina. What the fuck? Stranger Typ, sehr strange. War dieser, Hombre ein Freund von dir? So etwas Ähnliches, ja. Er ist ein Inspektor. Was denn der? Der glaubt, er wäre ein Sheriff aus dem Wilden Westen, wie es scheint. Mhm. Oh boy. Dann schauen wir uns hier mal schön um. Eine Leiter, die können wir auch untersuchen. Aha, eine Leiter. Ja, das ist eine Trittleiter. Wo ist da der Unterschied? Wissenschaftlich gesprochen, bitte. Wissenschaftlich, hä? Betrachten Sie die grundsätzliche Natur der Dinge, Herr Wright. Das alles kommt mir irgendwie so schrecklich bekannt vor. Ich sag ja, sie ist wie Maya. In dieser Hinsicht liebe Grüße an Opti, der ja mit Maya sehr große Probleme hatte, sie erstmal leiden zu können. Und jetzt ist sie weg, als ich sich an sie gewöhnt hatte. Yay! Hier verlassen die Autos die Garage. Ja. Wie sieht's aus? Der Pfeil auf dem Boden lässt es eher als Eingang erscheinen. Wovon reden Sie da? Das ist eindeutig eine Ausfahrt. Vielleicht ist es beides, so eine Art Doppelnutzung? Aha, die Relativitätstheorie. Was?
Das muss ich mir aufschreiben. Ah, hey, Herr White. Vielleicht wissen Sie, ob Herr Relativität ein Deutscher war oder ein Brite? Herr Relativität? Bist du sicher, dass das sein Name war? What the fuck? Guck mal, eine Tür. Sehen Sie, eine Tür! Wow, deine Auffassungsgabe ist umwerfend, Mädchen. Das muss etwas bedeuten. Ich bin nicht sicher, dass Türen etwas bedeuten. Nein, sie geht nicht auf. Ein mysteriöses Schloss. Ich verstehe nicht, was daran mysteriös sein sollte. Herr Wright, Sie müssen lernen, das Leben zu genießen. Vorher sollten wir aber unsere Untersuchung abschließen, okay? Oh boy, das Mädel ist anstrengender als Maya. Telefon. Hier, ein Telefon. Mal sehen, ob es funktioniert. Hey, fass nichts an, was wir nicht anfassen müssen. Ich kann nichts hören. Meine Ohren. Nein, meine Ohren. Sie funktionieren nicht mehr. Vielleicht wegen des Luftdrucks. Was plappert die da? Hey, was sagten Sie gerade? Siehst du, du hörst sehr gut. Das Telefon ist kaputt. Sie konnte meine Gedanken lesen. Sie ist einer von den Cullens. Diese Wand steht uns im Weg. Es ist ein Wasserkran daran. Moment, ich habe eine Idee. Diese Wand ist nur eine Fassade, hinter der sich die Wahrheit verbirgt. Das ist keine Wand, das ist ein Wassertank. Ich verstehe nicht, warum das einen Unterschied machen sollte. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Oh, guck mal, Auto. Nun, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Sucht mir nach Hinweisen. Ich frage mich, was das hier ist. Ein Auto. Tja, Partner, sieht aus, als wenn du nicht stillschweigend gehen willst. Geh doch endlich, Junge. Der Sheriff. Ich habe doch schon gesagt, das ist unser Claim. Ihr verzieht euch besser. Es sei denn, ihr wollt eine Kugel kassieren. Puh, erschreckend. Könnten Sie uns nur eines sagen? Wem gehört dieses Auto? Sieh an, die kleine Ballerina hat eine gute Spürnase. Du willst wissen, wer den roten Mustang mit der Leiche im Sattel reitet, hä? Bitte. Kein Problem, Püppchen. Ist sowieso Zeit für den Proviant. Schaff deinen Hintern in den Saloon im 12. Stock des Büros der Goldschürfer. Da findest du sicher ein Cerveza, das dir schmeckt. Ich weiß jetzt nicht, was Cerveza ist, aber egal. Büro der Goldschürfer. Wo glaubt dieser Typ zu sein? Und wann vor allem? Ja, echt, ey. Memo an mich. Proviant, Saloon, Cerveza, nachschlagen. Oh boy. Vielleicht sollten wir uns Raum 1202 anschauen. Das Büro des Oberstaatsanwalts. Oh boy. Jetzt sind wir wieder hier. Hallo, ich wollte aber nach da gucken. Haltet euch auf jeden Fall von dem Wagen fern. Ihr könnt hier auskundschaften, was ihr wollt, aber ihr bleibt von meinem Claim weg. Sicher. Großartig. Großartig. Sag ich ja. Vielleicht gibt es noch Hinweise, Herr Wright. Schauen wir uns um. Das hatte ich ja vor, wenn der Typ dann jetzt nicht... Wieso kann ich nicht... Hallo, ich möchte... Wieso... Wieso kann ich da jetzt nicht mehr lang, Manu? Ein Ölfass ist anscheinend mit Wasser gefüllt. Ist schwer. Ich kann es nicht mal verschieben. Das Fass hier liegt auf der Seite. Moment, ich weiß. Ich werde mich hier verstecken und mich auf die Lauer legen. Das war eigentlich der Hinweis an dich, dass du es rollen kannst, aber egal. Wahrscheinlich wirst du nur verhaftet. Wahrscheinlich muss sie sich dafür nicht mal in dem Fass verstecken. Was? Ich bin nicht verdächtig. Nein, überhaupt nicht. Du bist nur total plemplem. Ein Lüftungsschacht? Nee, nichts Wichtiges. Da vielleicht noch direkt was dran? Ist das ein Einzelding? Nein, diese Wand steht uns im Weg. Noch was mit dem Pfeil speziell jetzt auf dem Boden? Oder hier? Hier? Oh, da liegt jetzt was. Siehst du mal, das ist neu. Was ist das? Eine Brieftasche? Entschuldigung, Wachtmeister. Moment, was tun Sie da, Herr Wright? Was ich tue? Ich habe diese Brieftasche gefunden und gebe sie nun an, nur der Polizei.
Deswegen durften wir nicht den Bildschirm wechseln, weil ich das unbedingt entdecken sollte. Das glaube ich ja nicht. Das ist die Grundregel. Alles an einem Tatort ist ein Beweisstück. Gehen wir das wissenschaftlich an, bitte. Stecken Sie sie einfach in die Tasche. Inwiefern ist das wissenschaftlich? Sieht mir eher nach Diebstahl aus. Aha. Brieftasche wird hastig in die Tasche gestopft. Oh boy. Ich werde zur Pflicht gerufen und das in meinem Alter. Hier, ich zeige Ihnen den Trick, wie man Beweise genau untersucht, okay? Scheiße, ich ahne, was jetzt kommt. Ich muss dringend speichern. Wie speichert man denn nochmal? Ich hab's vergessen. Oder geht das jetzt hier einfach nicht? Ging das nicht mit der Taste? Und mit der Taste geht's auch nicht. Wie konnte ich speichern? Oder war das... Nee. What the fuck? Wie kann ich denn nochmal speichern? Scheiße. Nee, so auch nicht. Nee. Oder ich darf jetzt einfach nicht speichern. Das kann ja auch sein. Aber warum nicht? Warum darf ich nicht speichern? WTF? Wie ihre Augen blitzen. Man sieht, dass sie auf diesen Moment gewartet hat. Okay, also, sehen Sie sich die Gerichtsakte an. Okay. What the fuck? Oh je, ich habe Angst, das schaffe ich doch nicht. Sie müssen sicherstellen, dass Sie das Beweismittel von allen Seiten genau ansehen. Gut, untersuchen Sie es nun. Was? Ach nee, gut, untersuchen Sie es nun. Aus jeder Richtung. Okay, ich glaube, an sich ist es noch nicht so schlimm, wie ich bisher dachte. Aber guck mal da. Okay, dann halt nicht. Oh, sehen Sie da. Da könnte ein Hinweis sein. Ach ja? Sie sollten ihn sich ansehen. Drücken Sie auf Untersuchen. Okay. Das ist ein Ausweis. Gut erkannt. Inspektor Bruce Goodman. Ausweis Nummer 5842189. Sehen Sie? Nun, ist die wissenschaftliche Untersuchung nicht nützlich? Ich schätze schon. Auch wenn ich nicht weiß, was daran wissenschaftlich ist. Gott sei Dank, ich musste das noch nicht machen, bevor ich gerade Angst hatte. Sehr schön. Goodmans Ausweis zur Gerichtsakte hinzugefügt. Untersuchen wir jedes Beweisstück, das wir finden. Gott sei Dank. Ich schätze, ich muss von jetzt an auf der Hut sein. Entschuldigung, darf ich Ihnen noch etwas bringen? Das ist, glaube ich, jetzt jemand anderes, verdammt. Uns? Ach ja, die komische Troller. Was soll das? Sie kann doch nicht wirklich... Sie verkaufen Lunchboxen? Hier? Das ist ein Tatort. Hallo, halb und halb, nicht wahr? Oh, danke. Und Sie? Ja. Etwas knusprige Güte für Sie. Danke. Interessante Geschäftsidee. Dieser Bereich ist nur mit Genehmigung zu betreten. Vor allem nicht von Passanten. Oder sind Sie Polizisten? Nein, aber Sie. Sie sehen nicht eben wie jemand aus, der eine Genehmigung besitzt. Also das ist wohl kaum eine angemessene Begrüßung. Auch wenn meine Tage als Ausspuckkönigin... Bitte was? ...vorbei sind. Ausspuck? Hä? Ich bin ziemlich satt. Vielleicht verzichte ich auf das Mittagessen. Ich stehe mit diesem Fall in enger Verbindung, wissen Sie? Die Bilder haben sich mir in die Augen gebrannt, könnte man sagen. Ja, all die schrecklichen Geheimnisse. Geheimnisse? Meine Güte, ihr seid nicht die Schnellsten, oder? Puh. Ich meine den Mord. Das Erstechen dieses Inspektors. Was? Ein Zeuge hat mich die Tat begehen sehen. Sie meinte diese Frau. Dann sind Sie die Zeugin, über die meine Schwester gesprochen hat? Bitte! Ausspuckkönigin, sagen Sie uns, was passiert ist. Mein Name ist Angel Star. Merkt euch das. Oder ihr liegt wimmernd vor mir am Boden, bevor ihr euch's verseht. Bitte was? Ja. Oh weia, die meint es ernst.
What the fuck? Kann ich jetzt speichern, bitte? Ah, es war doch mit Enter. Sag ich doch. Speichern, ja. Bitte. WTF, was geht hier eigentlich ab, ey? Dann durfte ich nur eben wirklich nicht bei dieser einen Stelle, wo das dann erklärt werden sollte. Ah, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir haben 15 Minuten voll. Alles klar. Dann mache ich hier jetzt einen Cut erstmal und wir reden mit unserer Angel Star im nächsten Part. Oh boy. Also erstmal dieser Sheriff und jetzt auch noch sie. Also dieser Fall hat sehr weirde Gestalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also an sich sieht sie ja sogar so ganz süß aus. Ne? Man könnte meinen, sie ist ein guter Dude, sag ich mal. Eine gute Truse. Aber so wie sie das jetzt noch gesagt hat, ja, dann liegt ihr Wimmel am Boden, wenn ihr mich nicht bei meinem Namen nennt. Also what the fuck? Das ist dann nicht so nett. Aber naja. Wir sehen bzw. hören uns im nächsten Part dann wieder. Schaltet wieder ein. Und dann werden wir mal herausfinden, hoffentlich, was sie gesehen hat und ob wir das widerlegen könnten. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!